Ja, die Frau Theresa May hat sich also an das britische Parlament gewandt und behauptet, man hätte jetzt absolute Beweise, dass an dem Skripal-Mord und auch an dem Mord, der dann danach irgendwie war, zwei russische GRU-Agenten beteiligt waren. Die wären am 3. März nach England eingeflogen, hätten dann am 4. März den Anschlag auf die Skripals gemacht und seien dann praktisch in ein Hotel in London gegangen, wo man Spuren von Novichok gefunden hätte, und dann wären sie ins Flugzeug gestiegen und wieder zurück nach Russland gefahren. Nun, die Namen dieser zwei angeblichen Agenten sind nicht bekannt. Trotzdem wusste die Frau May haargenau, dass es sich um zwei GRU-Agenten handelt. Also die russische Regierung hat gesagt, es sei absoluter Unsinn. Sie wären in keine einzige Untersuchung mit einbezogen worden. Das Ganze sei also ein totaler Schwindel. Ich denke, dann nehmen wir uns genau diesem Thema auch an. Dem einen oder anderen wird Willy Wimmer sicherlich ein Begriff sein, ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär, ich glaube beim Bundesministerium der Verteidigung, genau in den Wendejahren, also zwischen 88 und 92. Er ist mehrmals aufgetaucht, natürlich in den vergangenen Jahren, wenn es um die Frage der Stationierung der Kernwaffen auf deutschem Boden geht, die er, denke ich, sehr richtig angegriffen hat und auch direkt vor Ort in Ramstein und anderswo dagegen aufgetreten ist, als eine völlig ungerechtfertigte und riesengroße Gefahr. Jetzt hat er einen Artikel veröffentlicht bei Russia Today, bei dem er schreibt, 2018 wird uns wohl als letztes Friedensjahr in Europa in Erinnerung bleiben. Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Tolksdorf, heute ist der 5. September 2018 und ich werde hier sofort in die Diskussion mit Helga Zeppler-Rusch einsteigen, und zwar mit einer, sagen wir mal, etwas für die deutsche Presse traditionsbrechend, nämlich uns mit einer positiven Nachricht. Wir werden in der Sendung auch noch auf die Sendung der vergangenen Woche zurückkommen und auch nochmal ein Update geben darüber, wie es sich verhält momentan mit der Frage dieser False Flag Warnung, die nach wie vor von Russland rausgegeben wird für Syrien, für Idlib, dass es sich dort also, dass dort ein Chemiewaffenangriff inszeniert werden wird. Aber wir werden einsteigen mit einem Thema, von dem man hier relativ wenig hört. Und wenn, muss ich in dem Fall sagen, sind es meistens Verleumdungen. China würde sich überall einkaufen, Landgrabbing, Schuldenfalle und so weiter. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Es geht um das Verhältnis China-Afrika und damit möchte ich gerne einsteigen. Ich begrüße Helga Zeppler-Rusch. Was weißt du zum Thema? Was kannst du uns berichten? Ja, also diese Konferenz, die gerade in Beijing stattgefunden hat, die sogenannte FOCAC-Konferenz, Forum of China-African Cooperation, ist wirklich ein historischer Durchbruch. Also ich würde mal sagen, die beste Weise, das zu charakterisieren, ist, dass diese Konferenz wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird als das offizielle Ende des Kolonialismus. Also es wurde dort ein Gipfel statt, hat ein Gipfel stattgefunden, an dem Xi Jinping die Keynote-Adresse gegeben hat und insgesamt, ich glaube, 50 Staatschefs da waren, nur weniger als eine Handvoll haben nur ihre Premierminister geschickt und nicht den Präsidenten selbst. Aber sonst war das also 50 Staatsoberhäupter, und im Grunde ist wirklich eine Beschreibung gegeben worden von Ramaphosa, dem Präsidenten von Südafrika, der gesagt hat, dieser Gipfel hat das goldene Zeitalter in der Freundschaft und Beziehung zwischen China und Afrika eingeläutet. Und die Leute, die quasi da China beschuldigen, Afrika nur mit dem neuen Kolonialismus dazu in die Falle zu kriegen oder die Schuldenfalle, das seien alles Leute, die neidisch seien auf die ausgezeichnete Beziehung zwischen China und Afrika und die praktisch nur aus Eifersucht solche Verleumdungen in die Welt setzen. Also das ist absolut den Nagel auf den Kopf getroffen. Xi Jinping hat angekündigt, dass China in den nächsten 3 Jahren weitere 60 Milliarden an Direktinvestitionen in Afrika tätigen wird. Es haben ganz viele bilaterale Abkommen stattgefunden und also auch konkrete Handels- und Investitionsabkommen
etwa zwischen China und Ägypten, ziemlich groß, also gerade auch im Energiesektor, dann zwischen China und Nigerien, China und Südafrika, China und Namibia und verschiedenen anderen mehr. Und insgesamt hat also Ramaphosa auch gesagt, China ist jetzt frei und kann sich seine Partner selber aussuchen. Und also das ist wirklich ein völlig neuer Geist. Und ich denke mal, dass das im Westen absolut nicht verstanden wird, sondern man denkt immer, China will einfach nur Rohstoffe da beiseite schaffen und so. Aber wenn man die Afrikaner selber hört, die reagieren eben ganz anders. Die sagen, dass im Grunde zum ersten Mal eine große Wirtschaftsmacht die Unterentwicklung, die durch 500 Jahre Kolonialismus und etwa 50 Jahre Kreditkonditionalitäten durch den IWF Afrika aufgezwungen war, dass das jetzt realistisch überwunden werden kann. Und viele Staatschefs haben in ihren Reden gesagt, dass ihr Ziel ist, dass ihr Staat und der gesamte afrikanische Kontinent mittelfristig ein wohlhabender, modernisierter Industriestaat werden soll, dass sie mit Hilfe Chinas Leapfrogging machen werden. Das heißt, sie werden nicht alle abgenutzten Technologien des Westens nacheinander abarbeiten, sondern sie werden mit chinesischer Hilfe sofort zu den entwickelsten Technologien gehen und damit natürlich auch den Sprung zu ihrer eigenen Entwicklung massiv verkürzen. Also ich denke mal, dass diese Konferenz war so wichtig und so entscheidend in der Geschichte der Menschheit, dass ich also nur sagen kann, gut, es gab einen kleinen Bericht in der Tagesschau, ich habe es nicht selber gesehen, sondern man hat mir nur berichtet, aber zum Beispiel viele der Medien waren giftig, zum Beispiel der Joffe von der Zeit hat Gift und Galle gespuckt und also wirklich absolut, er hat sich dann verstiegen und sagt, tja, die Chinesen, war das ein Treffen zwischen Kolonialisten und Kolonialisierten, China macht sich da jetzt breit in Afrika, aber die Briten hätten wenigstens in Indien Eisenbahnen gebaut. Also es ist unglaublich, es ist unglaublich. Entweder der Herr Joffe ist wirklich uninformiert und sollte wirklich da seinen Job aufgeben oder er ist bewusst jemand, der die Bevölkerung in die Irre führt. Natürlich cui bono, britische Empire wird betont. Also das ist wirklich abscheulich und ähnlich war es in der Welt. Aber das wird alles nichts bedeuten, weil die Realität in Afrika selber wird durch diese Kooperation mit China wirklich nachhaltig zum Besseren verändert. Und da sollte eigentlich jeder froh sein. Also wenn wir noch eine Linke hätten, die sich an Entwicklungsfragen interessiert, was es ja mal gegeben hat, dann müsste eigentlich jeder absolut froh sein, weil da ist jetzt wirklich was in Bewegung gekommen. Es geht in die Richtung eines vollkommen neuen Paradigmas in der Beziehung zwischen Staaten. Und ja, also ich bin froh darüber und wir sollten wirklich dafür sorgen, dass mehr Leute über diese positive Entwicklung erfahren. Weil wenn sie es nicht wissen, dann haben sie keinen Grund, optimistisch zu sein. Weiß man es aber, dann sieht man auch vollkommen neue Potenziale für Deutschland. Und es ist auch so, dass jetzt mehr und mehr deutsche Industrievertreter durchaus erkennen, dass Afrika mit der Hilfe Chinas das neue wirtschaftliche Powerhouse der Zukunft wird. Also es gibt viele Leute, die sagen, Afrika ist das neue China mit afrikanischen Kennzeichen. Und ich schließe mich dieser Auffassung absolut an. Nun, und die, es ist an der Stelle auch sehr hilfreich, einfach mal über sein eigenes Denken da zu reflektieren. Denn was du da zum Beispiel jetzt über den Herrn Joffe gesagt hast, man muss ja erstmal klarkriegen, ob man im Kopf tatsächlich meint, dass Afrikaner eben so unterentwickelt, dumm, leichtgläubig und also irgendwie verführbar sind, also als Ganzes, ja, ein ganzer Kontinent, dass sie eben das gar nicht merken würden, wenn sie da irgendwie einer kolonialen Macht erneut auf den Leim gehen. Also das halte ich auch irgendwie für, wie kommt man dazu überhaupt in solche Annahmen sich zu versteigen. Aber bleiben wir kurz bei Afrika. Wir waren ja in der Vergangenheit eigentlich seit
seit vielen Jahrzehnten mehr oder weniger die allein auf weiter Flur bei der Verteidigung großer Infrastrukturprojekte. Und da gab es immer so ein paar Schlüsselprojekte, an denen sich die Geister wirklich dann immer scheiden. Viel Diskussion gibt es über die Beringstraße. Die einen halten uns dafür völlig verrückt. Die anderen sehen darin also eine prophetische Idee für die Zukunft, wie die Welt sich mal entwickeln wird. Natürlich wird das verbunden. Und eines dieser Projekte ist eben auch das Transaqua-Projekt. Wir haben es in der Vergangenheit besonders mit Vertretern des Schiller-Instituts geschafft, an wichtigen Stellen eben präsent zu sein bei internationalen Konferenzen. Und die dieses Thema hatten, die Entwicklung des Chartsees durch dieses Projekt Transaqua. Und jetzt gab es wieder eine Konferenz zum Chartsee, diesmal in Berlin. Und erster Impuls wäre ja zu sagen, haben Sie da wirklich in der Art und Weise gesprochen, wie das in der Vergangenheit, also wie wir das gern hätten? Was weißt du darüber? Kann man aus der Konferenz, also es wäre gut, wenn du was dazu sagen kannst, und kann man aus der Konferenz eigentlich ein bisschen was über die deutsche Regierung ablesen und ob es tatsächlich nicht nur unter Industrievertretern, sondern vielleicht auch dort Leute gibt, die ein bisschen anders anfangen zu denken? Naja, das Thema dieser Konferenz war zwar Lake Chad, also der Chadsee, aber es ging da nur um sogenannte humanitäre Fragen. Und also es wurde praktisch kein einziges konkretes Projekt benannt. Es wurde zwar angekündigt, dass die EU insgesamt 2,2 Milliarden in den nächsten mehreren Jahren da in Aussicht gestellt hat als Versprechen. Dann gab es kleinere Beträge von der deutschen Regierung, 100 Millionen. Aber wie gesagt, alles für sogenannte Stabilisierung, humanitäre Fragen. Und ein Teilnehmer dort aus Afrika hat gesagt, ja, also wir sehen eigentlich vor Ort nie was von diesem Geld, weil es gibt zwar hunderte von NGOs, aber an der Lage in unseren Ländern verändert sich nicht wirklich was, sondern vieles von diesem Geld geht dann in die Finanzierung der NGOs, ihre gepanzerten Autos und so weiter. Also ich denke mal, dass da ist wirklich noch eine riesen Kluft, weil man muss mal gucken, also wie gesagt, da nicht erkenntlich war, was nun genau da gemacht werden soll. Auf jeden Fall haben einige unserer Kollegen dort die Abuja-Konferenz zum Thema gemacht, also in der Diskussion, und auch die Abuja-Resolution, die immerhin ja im Februar dieses Jahres verabschiedet wurde von 8 Anrainerstaaten der Region, eben über dieses Transaqua-Projekt. Und dann war also die offizielle Antwort, ja, das ist Ihnen zwar bekannt, aber das ist Größenordnungen größer als das, was Sie da diskutieren und auch finanzieren können. Aber es ist einfach ein anderer Geist. Also es ist einfach die Frage, ob man immer weiter nachhaltige Projekte macht. Also der Herr Noke, der inzwischen schon eine gewisse berüchtigte Person ist, was Afrika angeht, der hatte ja davon gesprochen, dass man Industriezonen in Afrika bauen soll für die Flüchtlinge, die aber für 50 Jahre quasi die Souveränität an die EU abgeben sollen. Also wenn wir schon von einem neuen Kolonialismus reden, dann haben wir es hier. Und dieser Herr Noke hat also auf dieser Konferenz jetzt gesagt, ja, man soll also viele neue Firmen gründen, von 1 bis 3 Mitarbeitern, also Minifirmen. Und das ist natürlich, ja, das ist natürlich dieselbe alte Methode, nachhaltig, erneuerbar, aber eben nicht wirklich das, was notwendig ist, nämlich Infrastruktur als Voraussetzung für Industrie und Landwirtschaft. Also es war aber auch klar, also es gibt ein Murren bei Mittelständlern, bei der Industrie, dass eben da wirklich gesehen wird, dass da ein riesengroßes Potenzial ist, einen ganzen Kontinent zu entwickeln. Ein Kontinent, der extrem jung ist und deshalb natürlich viele junge Menschen, die Arbeitsplätze brauchen. Jeder normale Unternehmer würde eigentlich sagen, das ist eine Zukunftsperspektive und da sollte die Regierung eigentlich die Rahmenbedingungen schaffen, dass der einzelne Unternehmer sich da engagieren kann. Aber das hat absolut gefehlt und ich befürchte, dass also der Geist der neuen Seidenstraße nicht nur nicht in Berlin angekommen ist, also bei der Regierung,
sondern dass da nach wie vor ganz massiv versucht wird, eine andere Agenda auf die Tagesordnung zu setzen. Was das in der Quintessenz bedeuten wird, ist, dass Deutschland wirklich die absolute Chance verpasst, die in dieser Entwicklung liegt. Ganz anders die italienische Regierung, die war der Geraci, Michele Geraci, der, ich glaube, Unterstaatssekretär im Handelsministerium, der war bei dieser FOCAC-Konferenz mit seiner Taskforce for China, also Arbeitsgruppe für China, hatten wir schon drüber geredet, die also sicherstellen soll, dass Italien auf dem absolut letzten Stand ist, was alle diese Entwicklungen angeht und sich daran beteiligt. Also da gibt es eine absolut andere Orientierung. Was fällt dem Herrn Oettinger ein? Der sagt, also die EU sei in einer tödlichen Krise. Durch wen? Von innen und von außen. Von innen durch Polen, Ungarn, Rumänien und Italien. Und von außen durch Autokraten wie Putin, Erdogan und die schlauen Chinesen. Also das ist wirklich dermaßen ewig gestrig, was der Herr Oettinger da sagt. Und er ist wahrscheinlich mit einer der Gründe, wenn die EU in so einer tödlichen Krise ist. Also da ist wirklich keine Zukunftsvision. Das sind alles Leute, die also auf ausgetretenen Pfaden rückwärts blicken. Und naja, also das ist wirklich etwas, was einfach nur deutlich macht, dass also Sie, unsere Zuschauer, sich mit uns engagieren sollen, diese Entwicklungsperspektive für Afrika auch in Deutschland bewusster auf die Tagesordnung zu setzen. Wie wir schon oft gesagt haben, ist das die einzig humane Form, die Flüchtlingskrise zu lösen, indem man nämlich Entwicklung und wirkliche Zukunftsentwicklung nach Afrika bringt, zusammen mit China und nicht gegen China. Bleiben wir vielleicht bei Dingen, die in gewisser Weise geklärt sind. Für Herrn Oettinger steht fest, wer ist der Feind? Und da hat er sich ja auch vielleicht eine ganze Menge aufgeladen in so einer Aussage. Aber auch der, sag ich mal, der James Bond in Zeitlupe, der sich da abspielt, über den wir ja viel berichtet haben, mit dem Mordversuch an Sergei Skripal, scheint ja jetzt, zumindest in der Kinoversion, die so präsentiert wird, mehr oder weniger geklärt werden zu können, weil zwei russische Staatsbürger wohl unter Anklage gestellt worden sind. Siehst du das auch so? Ist der Fall damit mindestens medial abgeschlossen? Wir können zum nächsten übergehen. Oder hast du da Einsichten, was sich da eigentlich zuträgt? Ja, die Frau Theresa May hat sich also an das britische Parlament gewandt und behauptet, man hätte jetzt absolute Beweise, dass an dem Skripal-Mord und auch an dem Mord, der dann danach irgendwie war, zwei russische GRU-Agenten beteiligt waren. Die wären am 3. März nach England eingeflogen, hätten dann am 4. März den Anschlag auf die Skripals gemacht und seien dann praktisch in ein Hotel in London gegangen, wo man Spuren von Novichok gefunden hätte, und dann wären sie ins Flugzeug gestiegen und wieder zurück nach Russland gefahren. Nun, die Namen dieser zwei angeblichen Agenten sind nicht bekannt. Trotzdem wusste die Frau May haargenau, dass es sich um zwei GRU-Agenten handelt. Also die russische Regierung hat gesagt, es sei absoluter Unsinn. Sie wären in keine einzige Untersuchung mit einbezogen worden. Das Ganze sei also ein totaler Schwindel. Also ich sehe das eigentlich eher im Zusammenhang mit dem absolut desperaten Versuch des britischen Empires, des alten Paradigmas, auf jeden Fall das Potenzial zu ruinieren, was sich mit Trump, mit der Lage in Syrien ergibt, und andererseits natürlich auch angesichts der Tatsache, dass das transatlantische westliche Finanzsystem wirklich vor einer Explosion steht, halt mit den üblichen Methoden da zu reagieren. Also ich denke, das wird ein Nachspiel haben, weil die russische Regierung hat also wiederholt und auch nochmal gerade neu gesagt, dass sie absolute Beweise haben für diese False-Flag-Operation in Idlib, dass sie also bereit sind, diese Beweise international da zur Verfügung zu stellen. Der Angriff auf Idlib hat durchaus begonnen mit syrischen und russischen Militäreinheiten.
Und ja, also das ist ganz akut und wie gesagt, also man kann nur hoffen, dass unsere Mobilisierung und natürlich das, was andere gesagt haben, über diesen False-Flag-Charakter, dieser angebliche Vorwurf, dass Syrien Chemiewaffen einsetzen würde, dass das so diskreditiert ist im Vorlauf. Natürlich hat Nikki Haley gesagt, ja, wenn da Chemiewaffen eingesetzt wird, dann wissen wir natürlich sofort, wer das war. Also das ist hochbrandgefährlich. Und also ich kann nur noch mal sagen, das, was man machen kann, ist wirklich die Rolle der White Helmets beleuchten, die eigentlich wirklich nur im Auftrag der britischen Regierung und des State Departments oder anderer Kreise in den USA da operieren und natürlich von Frau Merkel da ehrenhaft empfangen worden sind. Das wirft natürlich ein Licht auf das, was wir in Berlin da als Regierung im Augenblick haben. Aber ich kann nur sagen, Beweise fürs Skripal sollen erstmal vorgelegt werden. Die russische Regierung sagt, sie haben Beweise für eine False-Flag-Operation der Weißhelme. Und das sollte man wirklich verbreiten, weil das kann ganz schnell zu einem großen Krieg werden. Ich denke, dann nehmen wir uns genau diesem Thema auch an. Dem einen oder anderen wird Willy Wimmer sicherlich ein Begriff sein, ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär, ich glaube beim Bundesministerium der Verteidigung, genau in den Wendejahren, also zwischen 88 und 92. Er ist mehrmals aufgetaucht, natürlich in den vergangenen Jahren, wenn es um die Frage der Stationierung der Kernwaffen auf deutschem Boden geht, die er, denke ich, sehr richtig angegriffen hat und auch direkt vor Ort in Ramstein und anderswo dagegen aufgetreten ist, als eine völlig ungerechtfertigte und riesengroße Gefahr. Jetzt hat er einen Artikel veröffentlicht bei Russia Today, bei dem er schreibt, 2018 wird uns wohl als letztes Friedensjahr in Europa in Erinnerung bleiben. Helga, stimmst du dieser Analyse zu? Ich nehme an, du hast den Artikel gelesen. Ja, also ich hoffe natürlich nicht, aber die Argumentation, die er in diesem Artikel macht, kann ich also nur voll unterstützen. Und ich bin wirklich sehr froh, dass es wenigstens einen Politiker in der CDU gibt, weil er ist ja immer noch ein absolut aktives Mitglied in der CDU, der den Punkt macht. Ich will mal ein paar Punkte hier vorlesen. Er sagt praktisch, das Schicksal der Vereinigten Staaten und damit der Welt hängt an einem seidenen Faden. Das praktisch am 6. November 2018, also das Datum der Zwischenwahlen, dass das der absolute Wendepunkt ist und dass eben quasi alles davon abhängt, ob US-Präsident Trump erlaubt wird, im Amt zu bleiben. Dass also, wenn die Demokraten da Zugewinne machen im Repräsentantenhaus, dass sie dann vielleicht noch nicht unbedingt die Zweidrittelmehrheit haben, die sie für ein Amtsenthebungsverfahren brauchen, dass aber dann die Frage ist, ob Republikaner, also vor allen Dingen die Neokons, in Scharen zu den Demokraten laufen für ein Quorum, für ein Amtsenthebungsverfahren. Und dann sagt er, man sollte sich daran erinnern, wie absolut aufgeladen die Lage war, bei der Präsidentschaftswahl 2016, wo, wenn die praktisch die bürgerkriegsähnliche Situation, die hätte entstehen können, wenn zum Beispiel Trump die Wahl knapp verloren hätten und die Trump-Supporter, also die Trump-Unterstützer, das als manipuliert empfunden hätten, dass man dran denken soll, an den Rüstungsgrad der amerikanischen Bevölkerung, was zum Beispiel automatische Waffen angeht. Und sagte, damit, so glaubte man seinerzeit, wird keine Armee der Welt fertig. Selbst wenn es massive Abzüge amerikanischer Großverbände aus den Kriegsschauplätzen der Welt gäbe, und ihre umgehende Dislozierung im Weichbild amerikanischer Metropolen auftauchen würde, würden sie also damit nicht fertig. Und dann sagt er, dass also die Beseitigung von Trump wäre dann der Damm, der diesen
diese fragile Situation zu einem Bürgerkrieg eben bricht. Man soll sich nur das Hasspotenzial der anglosächsischen, der angelsächsischen Globalmedien angucken, dass das also nicht eine normale oder so sogar zugespitzte politische Auseinandersetzung ist, sondern es ist der Weg zur Vernichtung des so empfundenen Gegners der amerikanischen Kriegskoalition. Und dann würde man, wenn man diese Medien liest, eine Idee bekommen von der Wucht des tiefen Staates. Und dann sagt er, es ist auch die Frage nach Krieg und Frieden für uns alle. Und die entscheidet sich in und mit den USA. Präsident Trump ist bislang nicht im Zusammenhang mit einem von ihm initiierten Krieg gesehen worden, während die Anti-Trump-Koalition, die sich in den bisherigen Führungsfiguren McCain und Hillary Clinton manifestierte, stand seit langem für den Aufmarsch und damit die Verwicklung in einen Krieg. Wenn Präsident Trump nicht mehr im Amt sein sollte, wer hindert dann diese parteiübergreifende Koalition daran, ihre zuvorderst gegen die Russische Föderation gerichteten Pläne umzusetzen? Und dann sagt er, wenn man die Nachrufe anguckt auf den verstorbenen Senator McCain, wird deutlich, wo das Herz der europäischen Regierungschefs schlägt. Da kommt Trump, da kommt der Frieden in Europa, ja, in der ganzen Welt nicht vor. Und ja, dann sagt er, das neue Hauptquartier von George Soros ist jetzt in Berlin. Und das erklärt auch die Einlassungen der amtierenden Bundeskanzlerin. Und dann sagt er sehr dramatisch und richtig, dass die deutsche Konsequenz aus zwei Weltkriegen offensichtlich nicht als Verpflichtung gesehen wird, dass wir stattdessen, dass Deutschland stattdessen faschistische Kampfverbände gegen die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine unterstützt. Dort finanziert man im hiesigen Sprachgebrauch Nazis, während hierzulande jeder, der von seinem angestammten Recht auf eine vom Mainstream abweichende Meinung Gebrauch macht, flugs in genau jene Ecke gestellt wird. Das ist absolut der Punkt. Und da sagt er, was ist aus dem Versprechen von Kohl geworden, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen sollte, was Kohl während der Wiedervereinigung versprochen hat, wenn dieses Versprechen von den nachfolgenden Bundesregierungen derart mit Füßen getreten wird. Und dann sagt er praktisch hier, also alle sogenannten Friedenskonferenzen ab Versailles waren nur Vorbereitungskonferenzen für den nachfolgenden Krieg. Und dann sagt er, ist wegen der Gefahr, die sich aus dem sichtbaren Verglühen der Vereinigten Staaten ergibt, bald wieder soweit. Also das kann ich nur unterstützen. Ich würde als einzigen Kritikpunkt an dieser Analyse sagen, dass er natürlich die federführende Rolle der britischen Regierung und überhaupt der ganzen Idee des britischen Empires nicht erwähnt. Aber soweit er das sagt, ist es absolut richtig. Und es hängt wirklich absolut vielleicht der Weltfriede davon ab, wie die Wahl in den USA ausgeht. Und wenn die Leute hier weiter von ihren Medien erzeugten Meinungen gegen Trump ausgehen. Ich meine, man kann viel Kritik an Trump üben und er ist natürlich unter enormem Beschuss durch diesen Coup-Versuch, aber man kann wirklich sagen, er ist nicht der Kriegstreiber, der Bush war und der Obama war und Hillary Clinton, sondern er hat ganz klar die Fühler ausgestreckt für die Verbesserung der Beziehung zu Russland. Und er nennt nach wie vor Xi Jinping seinen sehr, sehr guten Freund. Und also ich kann nur sagen, man soll diesen Artikel von Willy Wimmer lesen, darüber nachdenken und ihn verbreiten. Weil abgesehen von dem, was wir sagen, ist es einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige, der den Nagel da auf den Kopf trifft, was die unmittelbare Situation bis zum Wahltag im November in den USA betrifft. Link zum Wimmer-Artikel, wie immer, unter dem Video. Es ist ja leider auch so, man muss ja heute nichts mehr wissen. Es reicht, wenn man sich empört. Und es ist halt hier so ein Klima von Hypermeinungsbildung. Also man muss auf jeden Fall eine Meinung haben, auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Und das ist natürlich nicht für solche Sachen nicht sehr zuträglich. Deswegen geben wir uns ja hier auch immer Mühe,
zu betonen und auch darzustellen, was für eine unglaubliche Auseinandersetzung in den USA eigentlich im Gang ist, um diese ganze Frage, wo das Land hingehen soll. Und jetzt gerade ist ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon veröffentlicht ist, der Veteran oder Journalisten-Veteran Bob Woodward hat einen Roman geschrieben und wenigstens einige Zitate daraus sind schon veröffentlicht worden. Und da geht es wohl auch, der heißt Angst, Fear. Und da geht es auch, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr gegen Trump, wenn man jetzt zumindest die Reaktionen sieht, die auch unter anderem von Trump selber kommen. Meinst du, das wird eine große Rolle spielen? Oder vielleicht können wir da diese Stelle einfach für ein kurzes Update benutzen darüber, wie diese Auseinandersetzung momentan in den USA eigentlich steht. Ja, also die Lage in Amerika ist wirklich sehr, sehr polarisiert. Es ist ganz klar, dass die Demokraten alles versuchen, um wirklich eine Hysterie in der Bevölkerung zu erzeugen, um damit die Wahlbeteiligung zu ihren Gunsten in die Höhe zu kriegen. Und das Woodward-Buch ist sicherlich ein Teil davon. Es haben allerdings schon einige der Leute, die in dem Buch zitiert werden, sich absolut davon distanziert. Zum Beispiel John Kelly, der zitiert wurde, er hätte behauptet, Trump sei ein Idiot, sagt, das hätte er nie gesagt. Er würde bei seiner Äußerung stehen, dass er eine exzellente Beziehung zu Trump hätte. Und dasselbe hat Mattis, der Verteidigungsminister, gesagt. Also das ist wirklich, das ist Krieg. Und der Krieg geht darum, dass also die das Ziel der angloamerikanischen Fraktion oder der Fraktion des britischen Empires, die hinter diesem Russia-Gate stehen, die wollen alles versuchen, um Trump aus dem Amt zu kriegen. Und natürlich, über ihnen hängt das Damoklesschwert, dass die Sache genauso gut in die andere Richtung gehen kann, weil die Untersuchungen im Kongress sind ja nicht abgeschlossen, die sind nur etwas verlangsamt, weil jetzt natürlich der Wahlkampf da ist und die Kongressabgeordneten natürlich immer rein und raus rennen zu ihrem Wahlkampf. Aber es kann auch genauso gut anders kommen, dass alle diese Leute kriminell untersucht werden und im Gefängnis landen, was schon einige Richter gefordert haben. Also das ist hochspannend und ich kann also nur noch mal darauf hinweisen, dass wir darüber viel veröffentlicht haben. Wir haben Dossiers über diesen ganzen Deep State oder was so genannt wird, was aber in Wirklichkeit das angloamerikanische Empire, der Apparat davon ist. Und das würde ich wirklich jedem vorschlagen, dass sie sich das angucken, weil das werden sie nicht in der Bild-Zeitung und auch nicht in der FAZ und schon gar nicht in der Zeit lesen, sondern das muss man aber wissen, wenn man verstehen will, wo das Schicksal der Menschheit entschieden wird. Nun, wir kommen schon ein bisschen knapp an die Zeit, aber eine Frage würde ich gerne noch reinwerfen. Es ist gerade vor ein paar Tagen, ich glaube vor 2 Tagen, veröffentlicht worden, eine neue repräsentative Umfrage. Ein bisschen über 2000 Leute wurden befragt, wie sie jetzt bei einer kommenden Bundestagswahl wählen würden. Und Ergebnis der Umfrage war, dass die AfD 1 Prozentpunkt vor der SPD gelandet ist. Ich glaube bei 17 oder 18%. Und das ist natürlich gut, für einige ist es extrem besorgniserregend. Du hast ich finde, bisher einzigen Art und Weise überhaupt mal einen Angriffspunkt gegeben oder um sich mal anzugucken, was überhaupt so aus dieser neu rechten Ecke tatsächlich kommt und wie sehr das jetzt sozusagen auch in der AfD sich wiederfindet. Aber die Komplikation, finde ich, kommt ja dann, wenn man sich die Lage jetzt so vorstellt, mit diesem Umfrageergebnis, mit den Vorgängen, die momentan sich da in diese totale Hysterie in Chemnitz, wenn man jetzt noch einen Finanzkollaps dazu nimmt oder sagen wir mal einfach nur eine Instabilität, ja, in den globalen Finanzmärkten, im globalen Handel und so weiter, dann wird so eine Umfrage ganz anders aussehen. Und da sind viele Sachen, die dann wirklich fraglich sind, sogar in diesem Land. Also es ist hier auch nicht alles so fest. Daher würde ich dich gerne bitten, nochmal auf die Frage der Lage oder der Situation des Finanzsystems einzugehen. Denn immerhin, wir sind da nicht die Einzigen, die davor warnen, dass das höchst brüchig ist und im Grunde relativ jederzeit auseinandergehen kann. Aber was ist dein gegenwärtiger Kenntnisstand, Helga? Ja, wir haben es ja im Augenblick mit einem ziemlichen freien Fall der Währungen der Schwellenländer zu tun. Argentinien, Türkei, Brasilien, Indonesien, verschiedene andere
Und das alleine hat das Potenzial, dass es einen großen Krach auslösen kann. Selbst der Herr Trichet, man muss sich wirklich vorstellen, der Trichet, der EZB-Chef war, ich glaube bis 2011, hat davor gewarnt, dass eine neue Krise viel schlimmer als 2008 ins Haus steht. Und der Herr Dijsselbloem, und das ist also der ehemalige EU-Kommissar aus Holland, der einer der schlimmsten Verfechter der Spar- oder der Austeritätspolitik gegen Griechenland war, der ist jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass das wohl zu scharf war, dass man es übertrieben hat, dass die griechische Wirtschaft um 25% geschrumpft ist als Folge. In Wirklichkeit natürlich noch mehr. Aber diese Leute sitzen in diesen Positionen und machen Politik, die über das Leben von vielen, vielen Leuten entscheidet. Und das ist einfach unverantwortlich, weil, also wenn es zu diesem Finanzkrach kommt, der könnte ausgelöst werden durch diese Reversed Carry Trade, also der umgekehrte Carry Trade aus den Schwellenländern oder aus dem Kollaps der Firmenschulden, vor allen Dingen in den USA, generelle Bankenkrise. Und das ist wirklich das große Damoklesschwert, was über uns hängt und was auch letztlich einer der Hauptmotoren ist für die Kriegsgefahr. Und deshalb ist ja unsere Herangehensweise zu sagen, wir brauchen dringend eine neue Ebene. Wir brauchen eine Rückkehr zum Bretton Woods-System, aber nicht so, wie es war, sondern wir brauchen ein New Bretton Woods, was also die Gerechtigkeit für die Entwicklungsländer da explizit mit beinhaltet. Damit das durchgesetzt werden kann, brauchen wir allerdings eine machtvolle Kombination. Es ist nicht von der EU zu erwarten, die, wie Oettinger richtig sagt, in einem tödlichen Gefahr sich befindet, aber nicht aus den Gründen, die der Oettinger nennt, sondern weil es ein Fehlkonstrukt war von Anfang an. Es wird auch nicht von irgendwo anders kommen, sondern es ist nur möglich, wenn die vier stärksten Nationen, USA, Russland, China, Indien, zusammenarbeiten, möglicherweise zusammen mit Japan, eine neue Bretton Woods-Konferenz einberufen und dann quasi ein neues Kreditsystem beschließen, was dann die Realwirtschaft in den Vordergrund stellt. Und wir haben dazu eine Petition, die zirkuliert inzwischen international. Die sollten Sie bitte alle unterschreiben. Die finden Sie auch auf dieser Webseite. Und helfen Sie, diese Petition bekannt zu machen, weil wir brauchen einfach eine andere Ebene. Wenn wir nur im Klein-Klein der innerdeutschen Lage bleiben, es wird keine Lösung geben. Sondern wir brauchen im Grunde etwas, was mit dem neuen Paradigma der neuen Seidenstraße, des goldenen Zeitalters zwischen China und Afrika, um mal Ramaphosa zu zitieren, übereinstimmt und in Einklang bringt. Und das muss ein neues Finanz- und Kreditsystem sein in der Tradition von Bretton Woods, aber wie gesagt, mit neuen, mehr gerechten Aspekten für den Entwicklungssektor. Also bitte lesen Sie diese Petition, unterschreiben Sie die, schicken Sie die an uns, zirkulieren Sie die in allen Kreisen, die Sie kennen, soziale Medien, Bekannte, Freunde. Es ist wirklich wichtig, dass wir die Idee überhaupt in Deutschland bekannt machen, dass es eine Alternative gibt. Und das ist das, was Sie jetzt machen sollen. Vielen, vielen Dank, Helga. Also ich kann für diejenigen, die sich jetzt vielleicht gleich wieder aufregen, nur noch kurz hinten dranhängen. Nein, wir sind keine Monetaristen. Es geht auch nicht um Schuldgeld, sondern Kredit. Und wie man eigentlich so eine Wirtschaft organisiert, ist eine ganz andere Frage. Aber ich denke, wir werden uns da in einer der kommenden Sendungen dieser Frage nochmal annehmen. Vielen, vielen Dank, Helga, dass du die Zeit gefunden hast. Danke auch an Sie alle fürs Einschalten und hoffentlich bis zur kommenden Woche. Ja, hoffentlich bis zur nächsten Woche.